So, und willkommen zurück zu Deadly Premonition. Wir machen weiter. Und eine kleine kurze Information bezüglich des letzten Parts. Ich habe gerade in der Kontrolle des Parts, also ich kontrolliere die Parts ja immer, kurz nachdem ich sie aufgenommen habe. Ich habe gesehen, dass der Part ab ungefähr der Hälfte, warum auch immer, leicht asynchron war, um ungefähr eine Sekunde. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder. Ich habe das auch gerade in der Testaufnahme ausprobiert. Jetzt ist auf jeden Fall wieder alles synchron. Ich habe keine Ahnung, was das war. Also, wenn ihr im Video irgendwie einen Lag bemerkt habt oder so, ich habe ihn auf jeden Fall nicht bemerkt. Und es lag eigentlich auch nicht hier an der Technik. Also, ich habe das ja links im Blick, die Aufnahme. Und ja, also ich schaue da immer rüber, aber eigentlich hat alles gepasst. Er hat den Sound ganz normal aufgenommen und so weiter. Und ich habe keine Ahnung, warum das vor allem erst ab der Hälfte des Videos leicht asynchron wurde. Aber gut, wir hatten ja nicht irgendwie wichtige Story oder so. Das war ja nur Zombie-Getöte. Von daher ist es nicht so schlimm. Und es war ja auch nur ganz minimal. Und wie gesagt, eine Sekunde. Von daher denke ich, war es auf jeden Fall zu verkraften. Ich wollte es nur trotzdem kurz anmerken. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Tut mir auf jeden Fall leid. Und jetzt passt es auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, ich habe es vorhin gerade extra nochmal getestet. Gut, dass ich mir die Parts auch immer, nachdem ich sie aufgenommen habe, nochmal kurz selber anschaue. Natürlich nicht komplett, sondern ich skippe mich halt kurz durch, um eben genau auf solche Fehler reagieren zu können. Aber naja, passiert, die Technik macht halt nun mal Fehler manchmal, da kann man nichts für. Es war ja eben wie gesagt nichts Relevantes. Also wenn wir jetzt irgendwie Story gehabt hätten oder so, dann wäre es was anderes gewesen, aber war ja Gott sei Dank nicht. Und selbst wenn, hätte ich halt einfach die 20 Minuten neu aufgenommen, das wäre jetzt auch nicht das große Problem gewesen. Du lebst noch. Es war nicht abgemacht, dass du noch lebst. Ach, kann ich auch nicht mehr tragen, okay. Wir kriegen neue Kugeln, okay. Aber die Waffe haben wir leider noch nicht. Ich hätte die sehr gern, aber wir haben sie nicht. Die Tür ist nicht verschlossen, okay, weil da ist doch schon wieder so ein. Steht da drüben bei der? Nicht verschlossen, okay. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier lang. Okay, führt in denselben Raum, von daher war es irrelevant. Aber egal. Du schon wieder. Ach, jetzt kommt wieder hier Verfolgung. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es hier in Beckys Haus auch kam. Ich dachte, das kommt immer nur in den, in Anführungsstrichen, großen Zombie-Abschnitten. Das ist ja nur ein ganz kleiner. Und ja, gut, ganz klein auch nicht, aber schon eher klein. Auf. Die gerade im Hintergrund was hört, das ist mein Controller. Ich muss hier die ganze Zeit das Ding hin und her bewegen. Wer sucht mittlerweile öfter die Konfro? Ich merke das schon. Rootbeer. Nehmen wir mit. Und schauen wir, was hier oben abgeht. Ist das schon der letzte Hinweis? Okay. Schaut nach dem letzten Hinweis aus. Blutiges Nachthemd. Damit sollte der Zombie-Abschnitt eigentlich auch schon so ziemlich durch sein.
Okay. Okay, kommt anscheinend doch noch ein Zombie. So, ich habe noch meine schöne... schöne OP-Waffe dabei. Und die regelt. Das war's scheinbar auch schon. Weil es vermutlich hier noch welche kommen, oder? Oder war es das schon? Scheint es gewesen zu sein. Okay. Die zwei jetzt waren irgendwie unnötig, aber naja. Jo, das war's. It's bad. Very bad, Zach. The raincoat killer gave Becky a visit. Hold on. Läuft auf jeden Fall eine Dusche. Das fällt dir ja früh ein. Stabilisator, nimm mal vorne mit. So, und hier kann ich mal, das ist gut, hier kann ich gerade kurz speichern. Eigentlich wollte ich speichern, aber dann mach halt irgendwas mit dem Bild. Ach, da ist ein Tresor. Okay, aber eigentlich wollte ich zu dem Telefon. Ja, du brauchst den Schlüssel, das ist mir bewusst. Ich will zu dem Telefon. Ah, da. Ich mal eben kurz speichern. Keine Sorge, wir machen weiter. Ich speichere nur zur Sicherheit. Weil jetzt kommt gleich eine Sequenz und nur für den absoluten Fall, dass doch wieder irgendwas asynchron sein sollte oder sonstiges, was eigentlich aber nicht der Fall sein sollte, dann kann ich halt hier jetzt jederzeit ja, halt quasi neu laden und halt die Sequenz nochmal abspielen. Ein tückisches Blut. Hinten nimmt man die Dusche. Okay, dann rein da. Was geht hier ab? Did this? Who was it, Becky? Becky, what happened here? George, stay back. She's trying to speak. We don't have time. She's dying. Thomas, cut that wire. No! We must get her to the hospital immediately. What? What are you doing? Get out of the way. I'll do it. No, don't. George, stop! Ha ha ha!
You got us good this time, Zach. Ja, wie der Titel auch schon gespoilert hat, das zweite Opfer. Das war's für Becky. Schlüssel zum Safe. Den sie warum auch immer ausgespuckt hat. Also das ist ein bisschen... Wieso hat sie den Schlüssel geschluckt? Aber naja. Was haben wir hier? Ey, okay, das Klo öffnet bringt nicht viel. So, das war ja eine Meisterleistung von dir. Was zur Hölle? Sogar Becky wurde ermordet. Naja, daran bist du jetzt nicht so ganz unschuldig. Ich meine, ja, in dem Moment, da schaltet das Hirn ab. Ja? Ich meine, du willst ihr helfen und alles und du denkst in dem Moment nicht. Ja, du handelst einfach. Höchstwahrscheinlich. Ich war noch nie in so einer Lage, aber ich nehme einfach mal an, dass er schneller gehandelt hat als gedacht. Aber trotzdem war das ziemlich dämlich. Ich meine, York hat ja noch gesagt, hör auf, stopp. Und was macht der Trottel? Er zieht's einfach durch. Aber naja, gut. Ich glaube, viel hätte das auch nicht mehr gebracht, wenn wir sie ins Krankenhaus geschafft hätten. Ich meine, die war ja schon so ziemlich tot, als wir sie gefunden haben. Aber naja. Aber wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel zum Safe. Und den Safe haben wir ja auch schon gefunden, aus Versehen. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich wollte eigentlich speichern, aber naja. Und noch ein Stabilisator. Was machen die ganzen Stabilisator hier? Und was haben wir da? Zigaretten. Okay. Also ich merke schon, die Itemplatzierung ist fragwürdig. Sie spuckt den Schlüssel aus auf ihrem Schreibtischschrank oder Schminktisch oder wie auch immer. Liegen einfach mal starke Zigaretten rum. Stabilisator überall in der Wohnung. Also irgendwie ist die Itemverteilung hier gerade etwas fragwürdig. Aber naja. So, wie geht's euch zwei? Oh. Ja, danke fürs Gespräch, Emily. In diesem großen Haus allein zu leben, sie tut mir eher leid, als dass ich sie beneide. Nicht wahr, Zack? Jetzt ist eigentlich mit Emily reden. Becky. Okay. Also, wie sagen die nicht mehr? Dann gehen wir zum Safe. Und schauen wir, was sich darin befindet. My dear sister, I'm so, so sorry. I was a fool to fall for a man like him. I don't have the words to apologize to Anna. I left her there. She was suffering so much, and I just ran away. I know he wanted to kill me too. But I'm not going to let him get away with this. I followed him after he was finished. He carried Anna into the woods. Anna was holding on to that precious locket of his. He couldn't remove it from her hand, even though she was dead. But she let go of it for me, though. It was like she gave it to me. So I brought it home. I might be able to bring Anna's killer down with it. I want you to see it. I know even he wouldn't dare to harm you. He'll catch me, though, if I go into town. I'm trapped in my house. So I've asked Isaac and Isaiah to deliver it. They totally believe that Anna became a goddess. I believe so, too. She looked so beautiful. As though she might smile back at any moment. I have something else to confess to you.
I borrowed a pair of your shoes without asking and broke the heel on one of them. I'll send them along with the locket. I'm sure the shoe can be fixed. So Becky is Miss Stiletto Heel, and she gave the locket to the twins. Must be the special secret Lily told us about, Zach. We better go and see her first thing tomorrow. Emily, who might this sister be that Becky was referring to here? That would be Diane. Didn't you know Diane and Becky were sisters? I should have known, Zach. We're all family here. Previously during the investigation. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Thomas, did you see Nick here? When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! You got us good this time, Zach. Oh, I can't believe it, man. Now that's heavy. Me neither. When did Becky stop coming to work? I think it was like from the day Anna was killed, man. Yeah, that's right. She was totally depressed about something. Quint called for her to let us know she wasn't coming in for work. She must have been totally in shock, the poor thing. So you took the twins along to cheer her up. That's right, hon. If only I knew it would be like this, I'd have spent more time talking to her. You told me about a special secret between your children and Becky. Yes, of course. What about it? It seems Becky handed them an item before she was killed. Any idea what that might be? Now that you mention it, they had a box about this size, which they said was very important. That's it. I'd like to talk to them about this in person. Where are the boys now? They went out, actually, with Mr. Kaysen. They mentioned going to the community center today, hon. There is plenty of space to run around over there. Kaysen? Do you know him well? Oh yeah, he's a good guy. He always brings us gifts from his road trips. The kids love him, so we let him take them out every once in a while. You know, for a little quality time with the missus. Okay, I understand. But the situation calls for urgency. I'll go and look for them myself. And if they come home without running into me, could you let us know? Sure, of course. I'll contact the department. Where is it? Where? Where could it be? Her dress. Oh, Sally! Sally? Anna's mother? She's acting up again. She's been like that ever since she heard the news. What exactly is she doing? Got no idea.
But I guess she's in, like, you know, shock or something. Way I look at it, her daughter's death hasn't really sunk in the right way. Totally, man. I feel sorry for her. Come on, let's go. Lily, have you seen Anna's dress, dear? I can't find it anywhere. Zach, the wheels are turning, but not in the right way. You feel it too? Isaac and Isaiah aren't here. They're apparently out with Kaysen. Let's go look for them. With Kaysen? Sounds like a long story. Any ideas where to start looking? Lily told me where they went. No problem. Episode 2, Teil 2, 11. Verirrtes Kind. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.